Slowakische Blindenbibliothek von Matje Hrebenda in Levoča. Mittelalterliche Stadt Levoča, frühere Provinzstadt der Zipser Städte, gehört zu den bedeutendsten Städten, die in der Slowakei unter Denkmalschutz stehen. Dank der wertvollen kulturhistorischen Denkmäler war die Stadt Levoča am 27.06.2009 in die Liste der Weltkulturerbe UNESCO eingetragen. Die Stadt zieht ihre Aufmerksamkeit nicht nur durch die Schönheit der historischen Monumente an, sondern auch durch die Qualität und das Ausmaß der Fürsorge für sehbehinderte Menschen. In das komplexe System der Fürsorge für die blinden und sehbehinderten Menschen gehört auch die slowakische Blindenbibliothek Matje Hrebenda aus Levoča. Gegründet war die Bibliothek durch das Betrautenamt des Schulwesens und die Aufklärung am 28.11.1946 unter dem Namen Slowakischer Blindendruck. Die Gründung der Bibliothek war ein wichtiger Meilenstein in der Integration und Ausbildung von slowakischen sehbehinderten Menschen, die zu Informationen, zu Kenntnissen Zugang dadurch bekommen haben, wobei dies zu den Grundmenschenrechten gehört. Einen dominanten Anteil bei der Entstehung der Druckerei trug der Lehrer der Schulanstalt der Blinde in Levoča, Josef Vrabel. Seit dem 1.10.1948 war in der Druckerei auch Imrik Uhrinjak tätig. Die Druckerei wurde in eine Staatsanstalt für Blinde in Levoča eingerichtet. Seit Mai 1976 hat die slowakische Matje Hrebenda Blindenbibliothek in Levoča einen Sitz in dem neu errichteten Bauobjekt an der Sturstraße Nummer 36 in Levoča. Ein Teil der Buchdienstleistungen und Informationen hat ihren Sitz in einem historischen Haus auf dem Hauptplatz von Meister Paul Nummer 32 in Levoča. Die slowakische Bibliothek von Matje Hrebenda in Levoča für blinde Menschen ist ein einzigartiges und nationales kulturhistorisches Zentrum für behinderte Menschen in der Slowakei, aber auch für Slowaken, die im Ausland leben. Die Bibliothek ist tätig im Bereich der Informationsverarbeitung für blinde und sehbehinderte Menschen und Menschen mit anderer Behinderung mit dem Ziel, die kulturellen Bedürfnisse dieser Menschen zu decken. Des Weiteren dient sie dazu, das Interesse um die Bildung als auch ihre Arbeitsstelle und die Stelle in der Gesellschaft zu erleichtern. Die slowakische Bibliothek von Matje Hrebenda in Levoča, weiterhin nur Bibliothek, ist außer Sicht der Organisation wie folgt aufgeteilt. Abteilung der Buchdienstleistungen und Informationen, Redaktion, Hörstudios, Druck- und Expeditionsabteilung, ökonomische und Wirtschaftsabteilung, Sekretariat. Abteilung der Buchdienstleistungen und Informationen. Die Aufgabe der Buchdienstleistungen und Informationenabteilung liegt in der Auswahl, in der Verarbeitung und im Zugang zum Bücherfonds für blinde, sehbehinderte Menschen und Menschen mit anderer Behinderung. Die Bibliothek wird von etwa 1200 Benutzern in der Slowakei, aber auch im Ausland wahrgenommen, wovon mehr als 150 Kinder und Jugendliche bis zum Alter von 15 Jahren. Die Bibliothek bietet eine Ausleihe der Bücher, eine Ausleihe der Bücher für zu Hause. Máš takú dobrú knižku našu slovenskú? Máme novú knihu od Heleny Bokovej. Die Lesemöglichkeit der Bücher direkt in den Bibliotheksräumlichkeiten und Verleih- und Versandservice an.
Die Immobilienleutschauer-Nutzer können von der Abteilung einen regulären Lieferservice genießen. In den Bibliotheksräumlichkeiten ist für die Leser ein Leseraum eingerichtet, ausgerüstet mit Computern, mit speziellen Programmen, Blindenschriftzeilen, Blindenschriftdrucker und einem speziellen Spieler Plextalk für die Audiobücher erstellt im DAISY-System und mit einem kostenfreien Internetanschluss. Verlagsservice als auch alle anderen Dienstleistungen, die mit den Büchern und Informationen zusammenhängen, bietet die Bibliothek kostenlos an. Heutzutage sind in dem Bücherfonds mehr als 36.000 Büchereinheiten. Dies bedeutet mehr als 5.500 Titel von Audiobüchern und mehr als 2.500 Bücher in den Blindenschrift. Die Bibliothek ist von Montag bis Freitag der Öffentlichkeit zugänglich. Die Abteilung der Bücher und Informationen sorgt für die Akquisition der Dokumente, was heißt Aufstockung des Bücherfonds, durch Literatureinkauf, Spenden und obligatorische Druckteile. Die Editierkommission ist ein Beratungsorgan des Bibliotheksdirektors mit der Hauptaufgabe, die Literaturauswahl zu gewährleisten und die Editierungspläne für die Dokumentenherstellung in verschiedenen speziellen Formaten, Audio, Blindenschrift, Druckformat, online, vorzubereiten. Nach der Sitzung der Editionskommission werden die ausgewählten Bücher bibliografisch in einem Bücher- und Informationssystem verarbeitet und danach für die weitere Verarbeitung im Audio- und Blindenschriftform weitergeführt. Über die neuen Bücher im Bücherfonds bekommen die Benutzer Informationen durch Neuigkeiten in den Zeitschriften, durch die Bibliothek an der Webseite und durch Bücherkataloge. Die Abteilung für Bücher und Informationen reguliert methodisch 31 Abteilungen für Behinderte in den öffentlichen Bibliotheken in der ganzen Slowakei. Die Form der Wanddatei bietet Audiodokumente an, wobei eine Datei 10 Titel darstellt. Im Jahr 2006 wurde den Benutzern eine digitale Bibliothek zugänglich gemacht. Dies ermöglicht den Nutzern, sich Audiobücher und Zeitschriften von der Webseite anzuhören. Audiodateien sind gegen die unbefugte Nutzung geschützt. Spustíme si Harry Pottera sedmičku. Tu sú jednotlivé kapitoly a môžeme si pustiť prvú kapitolu. Prvá kapitola. Temný pán nastupuje. Die digitale Bibliothek beinhaltet mehr als 2200 Audiobücher und Zeitschriften. Ihre Dienstleistungen werden jährlich von mehr als 250 Benutzer wahrgenommen. Abgesehen von den Audiobüchern werden hier die Leser an der Webseite www.skn.sk auch ein Archiv von Artikeln der Zeitschriften herausgegeben von SKNMH mit Volltextsuche finden. Digitale Dienstleistungen werden von E-Mail-Paket vervollständigt. Abonnenten solcher Dienstleistungen werden die Zeitschriften per E-Mail oder auf CDs zugesandt. Die Bibliothek plant auch in der synthetischen Sprache aufgenommene Audiobücher zugänglich zu machen. Die Abteilung entwickelt ihre kollektiven Arbeitsformen,
organisiert Kultur, gesellschaftliche Veranstaltungen als auch Bildungsveranstaltungen für Erwachsene und für Kinder. Es werden vor allem Debatten mit Schriftstellern und anderen herausragenden Persönlichkeiten und auch Lesungen mit und Treffen mit den Autoren, Wettbewerbe mit Lesern, Präsentationen von literarischen Werken, Seminare, Stunden der informativen Erziehung, Exkursionen für die Öffentlichkeit und anderes veranstaltet. Im Jahr 2010 hat die Bibliothek von Maciej Hrebenda ein Zimmer als Ausstellungsraum eröffnet. Maciej Hrebenda hat als Blinder die Bücherkultur in der Slowakei verbreitet. Die Exposition ist im Gebäude der Bibliothek auf dem Hauptplatz von Meister Paul aus Levoča, Nummer 32 in Levoča. Maciej Hrebenda hat sowohl alte Bücher als auch Volkslieder angehäuft. Er wanderte mit einer Ledertrage auf dem Rücken, voll mit slowakischen und tschechischen Büchern, durch Städte und Gemeinden. Auf seiner Wanderung verschenkte er die Bücher einfachen Menschen und brachte somit er das Licht der Erkenntnis mit. Er hatte viele alte Bücher gerettet, die er später in die Schulen, Vereine und Institutionen verschickte oder er sie den gebildeten Menschen brachte. Das Zimmer von Maciej Hrebenda ist den Benutzern der Bibliothek als auch der Öffentlichkeit im Rahmen der Öffnungszeiten zugänglich. Genutzt wird das Zimmer als Leseraum, Studienraum und für Treffen von den literarischen Clubs und Ähnlichem. Redaktion. Die Mission der Redaktion ist aktuelle und wertvolle Informationen den Blinden und Sehbehinderten als auch Menschen mit anderer Behinderung durch 18 Zeitschriften in Blindenschrift, in Audioform auf CD, in vergrößertem Schwarz-Weiß-Druck und in der elektronischen Form mit variabler Periodizität anzubieten. Im breiten Angebot der periodischen Zeitschriften ist für jeden etwas dabei, sowohl für Frauen, junge und auch ältere Menschen, als auch Kunst, Kultur, Sport und Musikliebhaber. Die Audiozeitschriften werden regelmäßig durch Serien, Reportagen von Autoren und Diskussionen bereichert. Keby ste boli takí dobrí mi povedať, čo sa vám páči a čo sa vám nepáči v tejto škole, napríklad ty. A tak mne sa tu napáči neviac pani riaditeľky, že nám vybavuje všelijakých sponzorov a že aj tí sponzori prispievajú na túto školu, aby sa konali všelijaké aktivity a akcie, aby sme mohli ísť na nejaké výlety. Povedz mi, čo sa ti nepáči. Je aj také niečo? Áno. Je, keď napríklad nám takedy dajú toľko veľa domácich, že... Ako domácich úloh, myslíš? Áno. A čo by si robil, keby si nemal domáce úlohy? A... Nudil by si sa? Nie. Môžeš mi ty povedať, čo sa ti tu v škole páči alebo nepáči? Sú tu učiteľia, ktorí si vedia porozumieť s nami ako so žiakmi. Potom... Die Redaktion veröffentlicht in den Zeitschriften auch eigene Artikel, wobei Internet und Druck weitere Informationsressourcen sind. Inhaltlich tragen auch behinderte Korrespondenten und externe Mitarbeiter bei. Die erste Herausgabe war im September 1949. Im Jahr 2011 wurde ein literarischer Club gegründet, in welchem die Anfänger als auch fortgeschrittene Blinde und sehbehinderte Autoren der Poesie und Prosa miteinander ihre Literaturwerke konfrontieren. Damit hängt auch die Anlage der Literaturwerkstatt zusammen, herausgegeben in der Zeitschrift Auswahl der Literatur. Jasné, že tie špecifika sú. Podarilo sa mu naň nadviazať v učiteľskom seminári v mestečku Plauen. Prirodzene pedagógovia boli dôkladne informovaní o príčine, pre ktorú Karol nastúpil do ich ústavu.
Alle zwei Jahre partizipiert die Redaktion an den nationalen Literaturschautagen von Matěj Hrebenda. Außer den Zeitschriften bereitet die Redaktion jedes Jahr Tisch- und kombinierte Kalender in Blindenschrift, Schwarz-Weiß-Druck oder einen großen Kalender in Blindenschrift, Einseitenkalender und kirchliche Kalender vor. Als Tradition werden auch die Reliefbilder und Postkarten mit den österlichen und weihnachtlichen Motiven vorbereitet. Das Interesse um periodische Zeitschriften wächst bei der sehenden Öffentlichkeit jedes Jahr. Das erste Mal hat die Redaktion eine Zeitschrift Život, Leben, im Jahr 2002 angeboten. Seit dieser Zeit kamen noch weitere Titel hinzu wie Zdravie, Gesundheit, Slovenka, Slowakin und im Jahr 2012 Diabetiker. Seit dem Jahr 2010 werden alle Zeitschriften auch auf CDs herausgegeben. Seit dem Jahr 2003 organisiert die Redaktion alle zwei Jahre slowakische Nationalausstellungen. Die erste Ausstellung fand unter dem Namen »Was können unsere Hände tun?« statt, wobei innerhalb von drei Jahren sich dort 100 blinde und sehbehinderte Autoren aus der ganzen Slowakei präsentierten. Im Dezember 2009 hat sich die Orientierung der Ausstellung geändert und Sehbehinderte präsentierten ihre eigenen Sammlungen wie Glocken, Servietten, Spieluhren und ähnliches. In den nächsten zwei Jahren stellten sie angesammelte Miniaturen aus. Einen Teil der Arbeit von vier Redaktionsmitgliedern stellt auch die Archivierung und Speicherung von gedruckten Dokumenten, welche die Informationen zu Bibliothekaktivitäten und Blindenbewegungen in der Slowakei beinhalten, dar. Hörstudioabteilung. Mit der Audiobücheraufnahme wurde im Jahr 1962 begonnen. Seit dieser Zeit hat sich die Technologie der Aufnahme intensiv weiterentwickelt. Vom Tonband bis zu der Kassettenaufnahme und Discs. Zurzeit werden die Audiobücher und Zeitschriften in zwei Hörstudios ausgerüstet mit moderner Digitalaufnahmetechnik aufgenommen. Slovenská knižnica pre nevidiacich Matěja Hrebendu v Levoči. Renáta sa začína nejako podozrivo obšmietať okolo Benovej lavice. Ukradomky na ňu pozerám. Vyráža mi tým svojím štýlom obliekania dých. Holý pupok, odhalený dekolt, pretrča sa a pohadzuje vlasmi. Dobre, ďakujem pekne, máme to. Die Jahresproduktion der Studios liegt im Durchschnitt bei 120 bis 150 Titel der Audiobücher im gesamten Umfang von 1200 bis 1500 Stunden Nettoaufnahme und zurzeit sind es 15 Titel der Audiozeitschriften mit unterschiedlichen Periodizitäten. Lesearbeit führen auf externe Weise Schauspieler des slowakischen Theater, Moderatoren, aber auch Amateure mit geeigneten Stimmen. Nach der Leseaufnahme von schwarz-weißen Texten und nach der Aufnahmefertigung wird dann die Aufnahme in dem M-Produkt, Original Audiobuch, auf CD verarbeitet. Aus dieser CD werden nachhinein Kopien angefertigt und in das Buch und Informationssystem eingeordnet. Originalstücke der Audiobücher und Audiozeitschriften sind im Audioformat auf CD archiviert. Behinderten werden die Audiobuchaufnahmen und Audiozeitschriften auf CD oder im MP3-Format angeboten. Manche Titel, vor allem von Fachliteraturbereich, sind im Format DAISY verarbeitet.
alle Originalstücke der fertiggestellten Bücher und Zeitschriften auf verschiedenen Trägerformaten sind in dem Archiv der Original-Audiodokumente archiviert. Früher fertiggestellte Aufnahmen sind auf Tonbändern und Kassetten und schrittweise digital verarbeitet. Die Digitalisierung der alten Aufnahmen verläuft an der Arbeitsstelle der Audiodokumentenarchivierung. Über das gesamte Jahr erfolgt die Expedierung der Zeitschriften zu den Abonnenten. Druck- und Expeditionsabteilung. Die Druck- und Expeditionsabteilung versichert den Dokumentensatz, Korrektur, Druck und Buchverarbeitung von allen Dokumenten in Blindenschrift wie Zeitschriften, Belletristik, Musikalien, Beschriftungen zu den einzelnen Bildern, Kalender und verschiedene Texte, je nach den Redaktionsanforderungen, als auch nach Anforderungen der Editionskommission, nach dem Harmonogramm der Zeitschriftenseingabe und nach den einzelnen Anwendern. Außer den Zeitschriften in Blindenschrift wird auch eine Zeitschrift im vergrößerten Schwarz-Weiß-Druck hergestellt. Každé to písmenko je důležité a když je tam nějaký preklep, tak se k tomu vrátit a opravit. Die Arbeit im